Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP. Warum bin ich jetzt hier? Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blades. In der letzten Folge haben wir Benkei für unsere Gruppe hier zu bekommen. Der Typ haut einfach noch ein. Ich finde es richtig geil. Und ja, wir sind wieder hier am Suzaku-Tor. Ja, wir wahrscheinlich sehr viele Namen hier falsch aussprechen. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für alle Genji Hardcore-Fans. Und ja. Wir müssen jetzt diese magische Barriere, ne Quatsch, magische Barriere haben wir doch schon gelöst. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Wir müssen zum Palast, genau. Und ja, mal gucken. Gehen wir einfach mal hier weiter und ignorieren die Typen, weil, ach, haben wir schon ein paar Mal bekämpft. Also das Gefühl, die kommen auch immer wieder. Und solange die mir nicht irgendwie Erfahrungspunkte oder irgendwie sowas geben, sehe ich auch keinen Grund, die weiter zu bekämpfen, ganz ehrlich. Kann ich ja gleich an die vorbeilaufen. Und dann mache ich jetzt auch. Wir wollen ja auch was schaffen. Kann ich da hoch? Was? Okay, du kannst da. Autsch! Wie? Geistwasser stellt Leben wieder her. Gib allen Gefährten 500 Punkte Leben zurück. Geil. Das hatte ich nicht aufgesammelt, verdammt. So, haben wir hier noch was? Sieht nicht verdächtig aus. Okay. Geh weg. Ist doch nur einer. Ich hoffe, das nicht. Hallo? Stirb, Topfdisch! Sehr gut. Keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ich versuche mal hier hoch zu klettern. Geht auch nicht. Okay. Dann weiter. Geh weg, Mann! Geh weg! Ja, auch. Aua! Autsch. Solange hier nicht so eine purpurne Barriere ist. Brauche ich nicht gegen euch kämpfen, ne? Ihr könnt mich mal einschalten. Ich glaube, die Dinger respawnen nicht, schade. Hi. Ah, jetzt sieht aus wie eine normale Kiste. So, ich glaube, die tun sich in der Nähe von Speicherpunkten auch zurückziehen. Kann das sein? Weil keiner hat mich am Speicherpunkt bis jetzt genervt. Von mir kam ja Benkei, ne? Ja, ist nix. Nö, okay. Dann machen wir hier weiter. Schon irgendeinen Zweck haben. Was? Okay. Schon irgendeinen Zweck haben, hier hinzugehen. Diese Tür wurde beschädigt und öffnet sich nicht. Wo muss ich denn dann lang? Hä? Was? Wo muss ich denn dann lang? Was? Muss doch nicht zurück, oder? Muss ich zurück? Hey Leute, wo muss ich hin? Wisst ihr das? Hier oben hängt jemand. Ich gehe einfach hier durch und schnetzle alles kaputt, was mir in den Weg kommt. Vielleicht an einen Schlüssel oder so. Ich weiß, die Tür ist beschädigt, aber trotzdem. Komm, lass mal ein bisschen Konversation treiben. Aber vielleicht muss ich hier mit dem Wagen irgendwas machen, genau. Au. Kann fliegen, was willst du eigentlich? Der Argument des Invalid. Weiß nicht, hier rein irgendwie. Aber er ist doch auch von da. Yoshitsune ist doch von da gekommen. Wieso sollte ich denn dann dahin? Ich bin zum ersten Mal meinen ganzen Leben verwirrt. Der Topf ist auch schon wieder da. Was? Topf. Topf. Wie? Ist schon angeschlagen. Lässt sich ändern. Keine Ahnung, ich gehe einfach mal hier lang. Keine Ahnung, von da kam ich doch. Warum sollte Yoshitsune denn dahin gehen? Also einer läuft in die Richtung, einer in die andere, deswegen bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Aber naja, was soll's. Hey, die Dinger sind kaputt. Die bleiben kaputt. Sehr gut. I have proof of this.
Die Gegner bleiben anscheinend auch kaputt, solange man die kaputt gehauen hat, oder? Keine Ahnung. Aber mir gefällt das Spiel bis jetzt. Ich habe jetzt noch nichts auszusetzen. Die Kinder sind auch nicht so schwer oder so. Bam, so, jetzt mal wieder, ja, man, nichts erreicht. So, gehen wir mal hier lang. Hat Benkei kaputt machen. Er kann auch darüber gut. So, Mr. Plot, zeige dich. Beschleunige mal erstmal ein bisschen. Ich glaube, Kreis kann man immer drücken, wenn die Gegner gerade am Frecken sind, oder? Verdammt. Nein! Wir blockt. Jo, blockt ist meine Ultra-Attacke. Soll vielleicht auch mal blocken, ne? Aber. Du, ey, Mann. Es sind immer noch welche, Mann. Mit den Gegnern haben sie echt nicht gegeizt und hier scheint, glaube ich, falsch zu sein, ne? Oh Mann, au. Zum Glück ist er ein Speicherpunkt. Boah. Wie lange sind wir schon in dem Spiel drin? Eine Stunde oder so? Und ich weiß schon längst nicht, wie ich lang gehen soll. Vielleicht müssen wir dahin springen, wo dieser Olle ist. Aber weiß ich nicht. Ich mache jetzt mal alle kalt. Ja, die Gegner zu töten scheint irgendwie nichts zu bringen. Die kommen immer wieder. Ich sehe eigentlich, wenn er tot ist, kann ich dann trotzdem wieder beleben. Mal ganz nebenbei. Ah, wieder zurück. Schauen wir jetzt keinen Plan an, wo lang. Boah. Keine Ahnung. Wo kommen die denn auch beide von gegengesetzten Richtungen? Solchen dann wissen wir, wo richtig lang geht. Mann, Mann, Mann. 8 Minuten, ich habe nichts erreicht. Dann seid ihr schuld. Okay. Ich gehe nochmal zur Tür. Da kann ich ja echt darüber springen, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier richtig ist. Ah. Hier sind wahrscheinlich wieder neu gespawnt, ne? Also die können sich auch nicht entscheiden, ob die Gegner spawnen oder nicht, ne? Keine Ahnung. Immer habe ich doch übersehen. Da sieht er so aus, als könnte ich. Ich weiß, ich kann auch nicht da hochspringen. Komm, Benkei. Ah. Bei mir sieht irgendwie so aus, als könnte man locker durch. Irgendein Gegenstand, den ich benutzen muss oder so.
Hab ich dann nirgendwo. Das ist eine normale Tür, an der ich hier scheitere. Ich muss irgendwie da hoch. Ich weiß es doch ganz genau. Irgendwie muss ich da hoch. Also ich habe da so einen Wandsprung gerade gemacht, glaube ich. Aha. Hallöchen, na? Oh. Vorsichtig, Mann. Was? Nein. War das überhaupt richtig? Warum blinkt hier was? Schon auf der anderen Seite, ne? Keine Ahnung. Aber man kann nur durch die Gegend nochmal zurückrennen und so. Aber... eine Dinge ist jetzt nicht so, also nicht. Jetzt weiß ich. Ma! Ist das überhaupt richtig? Ganz ehrlich. Ich weiß langsam nicht, wo ich nach muss. Und da lang. Rüber. Bitte jetzt nicht runterfallen. Kann ich nicht einfach hier rüber springen, so? Weil das ist doch nicht so schwer. So, vorsichtig. Vorsichtig, Mann. Beim ersten Mal habe ich ja geschafft, aber jetzt nicht mehr. Warum? Was ist das, Mann? Gar nicht so schwer, ich komme jetzt schon nicht weiter. Ich kann die Tür nicht benutzen oder so. Oh Mann, warum? Ich glaube, die Aufnahme wird man nie zu sehen bekommen, weil ich, weiß ich nicht, nichts erreicht habe. Vor allem da oben ist wieder was versteckt. Wo ist das? Wo ist das, Mann? Ja, noch weiter irgendwie da wegschieben. Ich weiß es nicht, Mann. Ah. Dreck. Also da ist auf jeden Fall schon mal ganz falsch, habe ich so das Gefühl. Jetzt mal so für mich beschlossen. Wo könnte ich denn noch lang gehen? Ich habe schon alles hier abgesucht. Kein Plan. Gehen wir nochmal dadurch. Jetzt sind wir wieder. Jetzt habe ich den ganzen Part nichts geschafft. Keine Ahnung. Mann, Stirbkisten, verdammt.
Ja, ich bin jetzt ratlos. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Werde ich wahrscheinlich offscreen nachgucken, wo ich hin muss. Und ja, also nicht. Ich gehe jetzt noch mal zurück da zu diesem Feuerbeute. Feuerbeute, ja. Habe ich absichtlich gesagt, genau. Nein, ehrlich. Und ja, wenn ich da nichts finde, dann muss ich gucken, wo ich bleibe. Hier irgendwie durch. Das ist eigentlich nur die andere Seite des Raumes. Ja, ich bin schon wieder hier. Kein Plan. So, jetzt wieder hier. Hi. Sag nicht, ich muss euch töten, weil ihr immer noch die gleichen KP habt. Wahrscheinlich liegt's daran, ne? Oh Mann. Nee, es liegt daran, ganz ehrlich. Ich tick echt auf, wenn das so ist, ne? Au! Hängen geblieben. Ja, immer noch nichts. Warum? Keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir wieder zum Speicherpunkt anscheinend. Und ich muss gucken, wie ich weiterkomme. Weil ich jetzt schon irgendwie feststecke. Gibt's doch nicht. Stimmt, das ist was richtig offensichtliches und ich bin einfach nur so blöd, da zu raffen. Aber naja, okay. Wir haben... Mein Name ist Danilo LP. Wir haben nichts geschafft in diesem Part. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und sage... Tschüss, bis zur nächsten Folge. Mit hoffentlich etwas mehr Fortschritt. Ciao.